Da haben wir eine Tactical 12GA. Ich habe momentan nur eine AT. Okay, dann entladen wir die mal. Dann schmeiße ich die mal weg und nehme tatsächlich die Tactical. Weil ich glaube, dass die einen Tacken besser ist. So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ben Zockt Miscreated. Wir befinden uns hier in Haywood Valley. In der größten Stadt, die es auf Orca Island gibt. Das ist was, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir natürlich perfektes Wetter dafür ausgesucht. Es ist richtig schön neblig. Und wir werden wahrscheinlich die Spieler und die Mutanten gar nicht auf uns zukommen sehen. Aber das hindert uns nicht daran, diese Stadt mal zu erkunden. Ich war hier schon ein paar Mal und muss echt sagen, also PvP-mäßig geht das hier schon gut ab. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Ach, guck mal hier. Wir müssen natürlich auch gut aufpassen auf die diversen Mutanten. Denn die sind hier auch zu Hause. Und das nicht zu wenig. Es gibt auch die fetten Dinger, die laufen ja auch zu Genüge rum. Und die sind ja nicht mal eben mit einem Schuss und so erledigt. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen die Stadt an. Wir sind ja auch eigentlich relativ gut ausgerüstet. Schauen wir doch mal in unser Equipment. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben eine Shotgun, wir haben eine Handgun, wir haben eine Hatchet und wir haben noch eine Renegade am Start. Jetzt haben wir einen fetten Rucksack. Ich wollte eigentlich auch noch ein Auto finden, deswegen habe ich das ganze Öl dabei. Bisher habe ich nichts gefunden. Wie ihr sehen könnt, munitionstechnisch sind wir eigentlich auch ganz gut ausgerüstet. Das heißt, wenn ich jetzt was Besseres finden sollte, werde ich das natürlich mitnehmen. Aber ich bin schon relativ gut ausgerüstet. Deswegen hoffe ich mal, dass ich nicht gleich von hinten irgendwie abgeknallt werde. Und wir rennen jetzt einfach mal in das Stadtzentrum rein. Und schauen mal, was uns dann da erwartet. Wir haben natürlich auch wieder jede Menge Läden, die wir looten können, aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Schauen wir mal kurz rein, uns die Läden anzugucken. Aber ich glaube, das ist eher was interessanter, wenn wir tatsächlich irgendwo dahin gehen, wo es ein bisschen besseren Loot gibt. Damit ihr vielleicht auch mal sehen könnt, wo der richtig gute Shit liegt. Den gibt es nämlich nicht beim Dealer um die Ecke. Den gibt es hier in dieser Stadt, in Haywood Valley. Und ist meistens halt auch in diesen Absperrgebieten. Diesen Umzäunungen. Und da höre ich schon wieder Mutanten. Na, da vorne rennt einer. Aber egal, um den kümmern wir uns nicht. Wir schauen einfach mal hier. Weil hier in diesem blauen Gebäude, also da habe ich zumindest, als ich ein paar Mal hier war, immer recht guten Loot gefunden. Ich bin jetzt auch neu auf dem Server und ich hoffe, dass die Sachen hier neu gespawnt sind. Also hier ist schon mal nix. Nun gut. Rennen wir mal rüber auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ich mich gegen Mutanten zur Wehr setzen sollte mit Feuerkraft, aber ich glaube, hin und wieder werde ich das mal tun, weil ich habe ja nun mal echt genug dabei. Wenn ich ein bisschen baller, ist das Ganze nicht ganz so schlimm. So, jetzt haben wir hier schon mal unsere erste Munition. Wir haben die M1911A. Die M1911A1, so. Und die erste Handgun gefunden quasi. Aber die haben wir ja selber schon, deswegen nehme ich die jetzt mal nicht mit. Nur die Munition einsacken, das tue ich immer. Also so gut es geht natürlich. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Weg nach oben finden. Was haben wir denn hier? Hier liegt auch wieder Munition rum. Okay, einen Luck Wrench, den brauchen wir nicht. Das waren jetzt 12 Schuss für die Buckshot. Also 12 Buckshots. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Und hier geht's rauf. Okay, dann müssen wir aber mal hier rausspringen. Ich habe immer Angst, dass hier, Alter, auch irgendeiner rumrennt, weil, wie gesagt, das ist hier echt ein beliebter Ort, um zu looten. Falls ihr den noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Gucken wir mal, indem wir die Runde gehen, was wir hier so finden. So eine Military Jacket.
trage ja schon eine, ne? Und das Hex-Bandana. Also guck mal, ihr habt ja schon mal echt coole Klamotten. Und hier, hier liegt nichts. Okay, und hier auch nicht. Hier. Die Wasteland Punkt 22. Die ist jetzt nicht so durchschlagskräftig, aber immerhin ein besseres Luftgewehr. Damit kann man schon mal Leute ankratzen. Ist auf jeden Fall eine Waffe, die schon mal besser ist als ein Baseballschläger. Wegen allein der Entfernung halt. Hier in diesem Dreckhaufen können auch manchmal Sachen liegen. Da muss der auch immer mal nachschauen. Und in dem Spiel ist es natürlich auch immer sehr, ja, sehr gut versteckt teilweise. Das heißt, man muss tatsächlich hingehen, in Schubladen reingucken und sich manchmal bücken, damit man die Sachen auch sehen kann. Was haben wir hier? Zum Beispiel hier reingucken. Ne, da ist nichts. Okay. Jetzt haben wir noch die andere Seite. Oh, da sind auch schon wieder Mutanten. Und der scheint ein Ziel zu haben. Das beunruhigt mich ein wenig. Wenn nicht noch irgendein anderer rumrennt. Also wir müssen ein bisschen auf der Hut sein hier. Wie gesagt, die Ecke, die ist beliebt. Und das Wetter klart auch auf. Das sieht schön aus, oder? Machen wir direkt mal einen Screenshot. Ne? Oder doch nicht. Zeigt nur die FPS an. Alles klar. Na, dann müssen wir das mal kurz wegmachen. So, zack. Während der Aufnahme keine Screenshots, aber ist nicht weiter schlimm. Ich war schon mal hier und habe welche gemacht und die Sonne flaut auch gerade wieder ab. So, was haben wir hier rumliegen? Hier haben wir nochmal Munition rumliegen. Okay, jetzt haben wir schon wieder gar keinen Platz mehr bei uns, aber wir können ja was essen. Und dann nehmen wir die mit. Wie gesagt, Munition nehme ich grundsätzlich mit. Man weiß ja nie, was man irgendwann mal für eine Waffe aufsammelt und dann hat man auch mal einen riesengroßen Batzen an Munition. Und kann das dann eintauschen gegen eine Waffe, die man tatsächlich findet. Wenn einem die Munition dann schon mal ausgegangen ist für die Waffe, die man derzeitig benutzt. So, es gibt noch natürlich noch eine weitere Stelle hier in der Stadt, die vollgepumpt mit Munition und mit Kram ist, den man gut gebrauchen kann. Ich meine, wir können natürlich jetzt hier auch rumlaufen. Das ist natürlich ein bisschen auffällig, wenn ich jetzt hier durch die Stadt laufe. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel auch irgendwo in den Häusern hier jede Menge Loot finden. Ich zeige euch einfach mal, wenn man hier reingeht, was finden wir hier? Wahrscheinlich, ja, was zu trinken. Ich muss auch sagen, also ich nehme jetzt hier auch das erste Mal ein Video auf in der Stadt und es ist schon ein bisschen laggy, weil wahrscheinlich so viel geladen werden muss und mein Aufnahmeprogramm damit auch den Rechner ein bisschen überlastet. Aber ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ein paar Einbrüche sind halt drin, da kann man nichts machen. So, im Hinterhof. Schauen wir mal. Ne, komm. Bringt nichts. Gehen wir mal weiter. Das sind halt alles hier andere Häuser als die, die man aus dem Spiel generell kennt. Ich kann ja mal kurz in Reins reingehen, dann schaut euch das mal an. Da gibt es dann einmal ein Untergeschoss. Hier liegt auch wieder ein Rucksack. Also immer auf den Betten gucken und unter den Betten. Hier im Badezimmer können halt immer Bandages liegen. Und hier natürlich Essen. Lassen wir uns natürlich direkt mal gönnen. Okay, dann gibt es natürlich auch noch eine andere Wohnung. Ziemlich vermüllt hier alles. Denn die Leute scheinen nicht sehr auf Ordnung ausgelegt zu sein hier in der Apokalypse. Hier haben wir ein Rucked Pack. Ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist der zweitgrößte Rucksack, den man haben kann. Ich habe jetzt momentan den größten, deswegen nützt der mir herzlich wenig. Aber Leute, wie gesagt, man findet hier in diesen Häusern auch nützlichen Kram. Sollte man auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten, wenn man jetzt halt sich wirklich überlegt und den weiten Weg angeht vom Airfield, weil das spawnt man ja meistens als Fresh Spawn. Ob man dann den Weg auch hier hindurch steht, weiß man nicht. Muss natürlich ein paar Sachen einsammeln, aber ein kleiner, kurzer Rucksack mit ein bisschen Essen drin und dann könnt ihr euch eigentlich auch schon auf den Weg dahin machen. Wenn ihr unterwegs halt schön
durch die Wälder geht, anstatt über die Straßen, dass ihr den anderen Leuten nicht begegnet, die euch dann wegknallen können, dann solltet ihr eigentlich auch unbeschadet hier ankommen. Dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, bis ihr den Marsch überstanden habt, aber wie gesagt, hier gibt es jede Menge Loot. Ist auf jeden Fall Besuch wert, die Stadt. Wie man sehen kann, es ist auch schön ausgearbeitet, muss ich schon sagen. Also es sieht sehr gut aus. Das Feeling, auch hier immer in die Schubladen reingucken, das Feeling von der Apokalypse wird hier in der Stadt besonders intensiv, also finde ich. Weil hier sieht es halt wirklich aus, also hier sieht es halt wirklich total aus wie im Chaos, ne? Und immer mal in die Schubladen gucken, da kann immer Munition drin sein. So, aber das ist noch nicht alles. Es gibt nämlich noch andere Sachen, die wir hier in der Stadt erkunden können. Aber wie ihr sehen könnt, das Haus hat schon mal ein paar Stockwerke. Jetzt muss ich noch den Weg rausfinden. So. Und immer schauen, wenn ihr aus dem Haus rauskommt, ob ihr irgendwen sehen könnt. Weil, wie gesagt, hier die Stadt, die ist ein wahres Loot-Paradies. Und, wenn ihr euch auch ein Auto craften wollt. Ich meine, das Sinnvollste ist natürlich, sich irgendwie ein Auto zu craften und dann hier hinzufahren. Aber wenn ihr einmal hier seid und ihr kommt nicht mehr weg oder wollt schnell weg, ihr könnt ihr auf jeden Fall euch auch ein Auto craften. Also momentan ist uns zwar noch keins, haben wir noch keins gesehen. Aber Leute, seid sicher, hier gibt es eine Menge Autos. Viele haben auch schon Krempel, viele von den Autos haben auch schon Krempel drin. Das heißt, da braucht ihr dann gar nicht lange suchen. Einfach mal die Autos abklappern. Ja, der ruckelt sich aber echt hier einen ab. Also wenn ich das ohne Aufnahme spiele, geht das eigentlich reibungslos. Da habe ich auch meine 50 bis 60 FPS. Aber jetzt hier ist es doch schon was übler. Sondern wie ihr sehen könnt, hier geht es zum Beispiel auch direkt in die Vorstadt runter. Havert Valley hat nämlich auch eine kleine Vorstadt. Aber die ist auch interessant. Vielleicht mal was für nächstes Video, aber ich glaube mal, wenn wir die Stadt erkunden wollen, dann gucken wir uns erstmal was anderes an. Also mich wundert es gerade, dass ich halt noch keinem Spieler begegnet bin. Weil wie gesagt, normalerweise müsst ihr euch darauf einrichten, dass hier auch übelst was abgeht, ne? So, hier haben wir zum Beispiel eine Autowerkstatt. Hier dürfte man auch ziemlich viel Krempel finden. Zum Beispiel hier Benzin. Hier nochmal Öl. Um sich ein Auto zusammen zu craften. Wir dürfen noch immer mal Reifen und so ein Kackes liegen. Aber momentan nicht. Okay. Ist ja auch nicht schlimm. Im Büro müsst ihr auch mal schauen. Da kann immer mal eine Knarre oder Munition bei den Schreibtischen liegen. Ist auch immer ein gern gelooteter Ort hier. Aber momentan nichts. Wahrscheinlich war ja schon jemand. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich höre nämlich, wie ihr wahrscheinlich auch hört, wieder so einen Mutantenröcheln. Das nenne ich mal einen Bergmüll. Ihr habt natürlich auch hier jede Menge Geschäfte, aber die kennt ihr ja natürlich auch schon aus Pinecrest. Oder ähnlichen Ecken. Und ich frage mich gerade, wo der Mutant drin steckt. Ob der irgendwo im Haus drin ist? Ich weiß es nicht. Aber wie ihr sehen könnt hier, das sind auch teilweise echt andere Läden, die man sehen kann. Wir können ja mal in einen reingehen. Ach, da hinten ist er. Komm, kloppen wir den mal eben kaputt. Keine Ahnung, was er da macht. So, wir bluten nicht, er hat uns nicht erwischt. Was ist das denn? Eine Metal Pipe? Brauchen wir nicht. Was zu essen hat er dabei, aber gut. Wir sind gut ausgestattet, wir haben auch bisher noch keinen Hunger. Gehen wir erstmal weiter. So, es ist auf jeden Fall echt sehr schick hier, die Stadt. Muss man schon sagen, die haben sich Mühe gegeben. Klar, es gibt auch unschöne Ecken, wie hier die Betonwand, aber größtenteils ist das echt eine sehr schicke Stadt. So, gehen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch einen Ort, den möchte ich euch zeigen.
Man kann zum Beispiel auch da hinten in das Hochhaus rein. Ich war da noch nicht drin. Habe aber schon gesehen, dass man sich einen Aufzug quasi fit machen kann und dann bis nach ganz oben fahren kann. Das ist vielleicht sogar was, wofür man nochmal ein extra Video drehen könnte. Weil es da oben dann auch schon sehr umfangreich ist. Da kann man viel looten auch. Es ist, ich weiß nicht genau, was das ist, ob das auch so eine Art Polizeigebäude ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da auch gut was zu looten. Aber man muss halt sich quasi wie so ein Auto den Aufzug zusammencraften mit Benzin, mit Batterien und anderem Kram. Also ich habe schon so ein bisschen Angst, hier so offen über die Straßen zu rennen. Aber ich meine, was bleibt mir anders übrig? Ich kann ja nicht von Busch zu Busch hüpfen. Man könnte ich schon, aber das ist nicht das Gebe vom Ei. Also das sieht schon echt super aus, Leute. Wie gesagt, also stattet der Stadt auf jeden Fall mal einen Besuch ab. Und es gibt, wie gesagt, noch einen Ort, wo wir hin müssen. Und hier. Schaut euch das mal an. Da ist ein Flugzeug in das Haus gekracht. Auch sehr nice. Natürlich nicht nice für die Leute, die drin gesessen haben, aber das Feeling, was hier vermittelt wird, also wirklich, das ist phänomenal. So, und ich glaube, hier kommen wir gleich schon an. Dahin, wo ich hin wollte. Ich hoffe es zumindest. Na, noch nicht ganz. Aber wie ihr sehen könnt, Leute. Oh, da hinten ist ein Hund. Ein doppelköpfiger Hund. Dass der uns bisher nicht erschnüffelt hat, das hat nur mit Glück zu tun. So, und da vorne will ich noch hin mit euch. Hier, auf den Dingern. Auch immer nachschauen, ob es da Munition gibt oder Waffen. Da kann es nämlich immer Waffen geben. Und wie ihr sehen könnt, hier haben wir schon mal ein Auto stehen. Gut, das hat jetzt nichts drin. Aber es dürfte auch noch jede Menge anderen Kram geben. So, und hier. Da gibt's guten Loot. Wenn ihr knarren wollt, wenn ihr Munition braucht. Hier. Ich gehe jetzt mal nur mit gezogener Waffe rein. Weil ich, wenn denn sich Spieler irgendwo rumtreiben, dann sehr wahrscheinlich hier. Ich wundere mich schon, dass hier wirklich niemand derzeit rumrennt. So, aber schauen wir doch mal. Also nicht enttäuscht sein, wenn ihr in den ersten Räumen nichts findet, weil wie gesagt, das ist ein gern gelooteter Platz hier. Aber auf jeden Fall. Na, hier ein Megafon. Solltet ihr diesen Ort besuchen. Und es wäre gut, wenn ihr bis dahin schon irgendeine Waffe hättet. Irgendwas. Weil hier, wie gesagt, könnt ihr auf Menschen treffen. Und das Witzige ist, ich bin hier auch schon zweimal gewesen und zweimal bin ich auf große Mutanten gestoßen. Die sind einfach in dieses Ding hier reingerannt und haben Stunk gemacht. Die sind also auch hier anzutreffen. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall entweder ein paar gute Laufschuhe anhaben oder tatsächlich halt eine Knarre. Ich meine, ich könnte jetzt mit, wie viel Schuss habe ich? Ich habe 10, ich habe 20 Schuss mit der Pumpgun. Da könnte ich ihn eventuell sogar mit platt kriegen. Also wenn ich gut schieße. Ich glaube sogar, dass ich ihn damit platt kriegen könnte. Aber ich würde es halt nicht empfehlen. Den Kampf lieber nicht austragen. Also nicht, wenn ihr alleine seid. Die haben auch ein bisschen Sprit. Die haben eine Autobatterie. Also ihr findet hier auch Kram, um das Auto voll zu machen. Alles super. So, und hier, Leute. Ist in der Regel auch immer eine Knarre, aber mich wundert's. Also, normalerweise finde ich immer was. Das ist jetzt wahrscheinlich der Vorführeffekt, dass ich hier nichts finde. Ich höre aber wieder einen Mutanten. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein großer ist. Keine Ahnung. Aber okay, gehen wir mal ein Stockwerk nach oben.
Oder warte, war hier unten nicht... Ich meine, hier unten wäre noch was gewesen, wo wir hin müssten. Wo es ziemlich guten Loot gibt. Ich muss einfach mal schauen, kurz. Ich mal eben ein bisschen orientieren. Nee, aber ich glaube... Nee, ich glaube, wir müssen andersrum. Weil es gibt hier nämlich auch eine Armory. Und in der Armory, ich weiß nicht, ob dir das hier schon war. Und in der Armory sollte es eigentlich immer Stuff geben. Aber ich finde sie gerade nicht. Dann gehen wir nochmal hier ins Büro rein. Achso, hier waren wir schon. Luck Wrench. Nee, ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Stockwerk höher. Also wie gesagt, also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch auf Menschen treffen. Also es kann jederzeit der Fall sein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ein Stockwerk höher. Oder was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir die Zellen. Was haben wir hier? Eine Metal Pipe. Ich glaube, ich sollte mal was konsumieren. Aber ich glaube kaum, dass die Gefangenen tatsächlich was an Munition haben. Aber man weiß ja nie. Man sollte immer gucken. Okay. Das ist der Interview Room. Der Verhörraum. Aber hier ist in der Regel nicht viel. Und hier ist wieder ein Eingang. Eine Polizeibrille. Nee, also ist wirklich der Vorführeffekt, dass hier gerade nichts rumliegt, glaube ich. Rennen wir mal wieder zurück. Oh, andere Seite. Und gehen mal ein Stockwerk höher. Vielleicht finden wir da ja Loot, weil da liegt auch immer was auf den Tischen rum. Weil ich meine, ich kann euch jetzt hier nicht die ganze Zeit erzählen, da liegt geiler Loot und wir finden hier nichts. Ich will ja nicht nachher als Lügner dastehen, weil das bin ich nicht. Glaubt mir, Leute, ich habe viel Ausrüstung hier schon gefunden, sehr viel Ausrüstung. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen... Da! Da haben wir eine Tactical 12GA. Ich habe momentan nur eine AT. Okay, dann entladen wir die mal. Dann schmeiße ich die mal weg. Und nehme mir tatsächlich die Tactical. Weil ich glaube, dass die einen Tacken besser ist. So, in den Schubladen noch immer schauen, ne? Da kann immer was rumliegen. Da, Munition. Ja, seht ihr, Leute, da finden wir doch schon was. Die Tactical Shotgun ist jetzt nicht das Beste, was man hier finden kann, aber es ist halt schon mal durchschlagskräftig. Also ich sag mal so, auf 10 Meter Entfernung rotzt die schon gut was weg. So, auch hier immer in den Schubladen nachschauen. Die Polizisten verstecken nämlich immer was in den Schubladen, also sehr gerne. So. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Etage höher gehe, dann gehe ich direkt aufs Dach. Das ist jetzt nicht so voller Loot. Also wenn, dann ist es tatsächlich hier. Hier der Police-Betten, den gibt es auch in den einzelnen Büros und unten in der Armory. Also mich hat es echt gewundert, dass unten in der Armory nichts zu finden ist. Da ist, wie gesagt, in der Regel immer was. Da habe ich bisher... Ich war einmal da, da habe ich zwei Handguns gefunden und eine... Hier, eine MP. Ich weiß nicht mehr genau welche. Ich glaube, es gibt nur eine. Fällt der Name gerade nicht ein.
Dafür haufenweise Munition auch und einen Rucksack. Also einen Militärrucksack. Also einmal war ich hier, da habe ich mich fast komplett eindecken können mit Kram. Schade, dass das jetzt hier der Vorführeffekt ist und ich euch nicht so viel zeigen kann. Das ärgert mich jetzt wirklich ein bisschen. Aber okay. Ihr wisst jetzt, wo man hier in der Stadt guten Loot kriegen kann. Das ist wirklich hier. Auch wenn das jetzt nicht sehr überzeugend war im Video. Aber ohne Scheiß, Leute, geht auf jeden Fall mal hier hin. Jetzt gehen wir noch mal kurz eine Runde aufs Dach. Was haben wir denn hier hinten liegen? Eine Cargo Pants. Ja gut, die brauchen wir nicht. Da haben wir eine an. So. Wenn ich noch kurz die Treppe finden würde, wo es nach oben geht. Ich glaube, die haben wir hier. Oder? Ja, hier. Dann schauen wir uns nämlich noch das Dach an. Und auch hier liegen Sachen rum. Schauen wir mal. Also hier lag mal ein Snipergewehr rum. Das hat sich ein Kumpel von mir gegrabt direkt und war dann hier auf dem Dach und hat vom Dach aus auch schon relativ erfolgreich Spieler abgeknallt. Man kann wie gesagt auch hier gucken. Ich glaube hier in dem Bereich habe ich auch mal eine Handgun gefunden. Also Leute, immer solche Sachen abchecken. In das Gebäude gehen wir auch mal rein. Aber momentan soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen, in diesem kleinen Loot-Guide. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn es dann wieder heißt, Ben zockt Miscreated. Ich weiß nicht, ob ich das beim nächsten Video dann halt auch mal mit anderen wieder spielen werde. Es sind jetzt momentan die Leute immer sehr beschäftigt gewesen, deswegen mal die Videos zwischendurch so alleine. Aber ich denke mal, mit den anderen, das ist auch schon mal eine Nummer lustiger. Jetzt ist jetzt eher auch so ein informatives Video für euch gewesen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Abonniert meinen Channel, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ciao. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yay. Doch eine Schweinebacke. Wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke. Oh, fuck, ey.